Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge des XIT. Heute wieder mit Markus. Hallo. So, wir gehen einfach mal auf den Server. Diesmal bin ich hoffentlich auch lauter. Zumindest bei Markus. Ja. So, ich bin in meiner coolen Bude, nachdem ich ja letztes Mal krass verreckt bin und ich habe keinen Skin. Das ist... einfach nochmal reloggen. Echt? Hast du... ich hab keinen Skin. Komm schon. Warte mal, ich guck mal bei dir. Egal. Ich brauche jetzt erstmal hier wieder Rüstung. Beziehungsweise Ausrüstung. Also bei mir siehst du ganz normal aus. Oder achso, du hast den Standard-Skin, ne? Oder hattest du den vorher auch? Nee. Ich hab Standard-Skin. Okay. So, hier ist Diamanthelm. Noch aufsetzen. 33 Level, alles weg. Ich fühle mich gerade so richtig schön verkackeiert. Bin durch Bug gestorben, wie ihr vielleicht... Moment. Die nehme ich mal mit. Und dann noch eine Spitzhacke. So, und ich gehe mal schlafen. Gehst du auch gleich schlafen? Ja, ich gehe auch sofort schlafen. Frage ist... ach ja, hier habe ich jetzt meinen ganzen wertvollen Stuff reingeklatscht. Ich habe ja noch Backpacks. Nehme ich die einfach mit. Dann nehme ich auf jeden Fall 2 goldene Hardcore-Äpfel mit. Also es läuft auf jeden Fall flüssiger bei mir als das letzte Mal. Gut, ich stelle einfach mal mein Bett um, weil wenn ich eine Roll of Escape benutze oder so, habe ich keinen Bock im Tod zu landen. Das glaube ich dir. Nicht so schön. Sondern weil man einfach unter Bedrock. Wie zur Hölle spawnt man bitte unter Bedrock? So, ich liege im Bett. Ich auch. Ich dachte gerade, ich nehme nicht auf. Ich hatte gerade Schock meines Lebens. Ja, das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Nachher kommst du, hast du deine Audiospur nicht mit aufgenommen. Wir haben einen dritten auf dem Server, das ist gerade das Problem. Haben wir nicht bedacht. Ah, stimmt. Erklären wir nochmal. Ja, noch irgendwo. Bin leider nicht daheim. Ach so. Ja, super. Ja, also, das läuft hier schon. Ich brauche eine goldene Feder. Das Pennen hat auf jeden Fall super geklappt. Nie, so einen Aufstand muss er nicht machen. Das passt so schon. Ich brauch doch was. Ich hab nichts zu essen. Ihr wollt mir nicht sagen, dass ich nichts zu essen hab. Bin ich denn für ein armer Lump? Ach, glaube, hier hatte ich auch einen Creeper weggesetzt. Ja. Am Enchantment Table, ne? Schon in so behinderten Lagen gestorben. Nimmt mir keiner ab. Jetzt erstmal mit 33 Leveln wieder irgendwas verzaubern. Oh, Alter, habe ich gerade Schiss gekriegt. Nein, das war nur ich. Frameskip. Das brauche ich. Diamant brauche ich. Und Stick. Einen Stick. Also ich bräuchte erstmal ja irgendwie eine Spitzhacke oder so. Eine was? Eine Spitzhacke für Stein abbauen und so ein Scheiß. Ich brauche eine Spitzhacke. Die kann ich dir geben. Guck mal her. Ich düse gerade beim Enchantment Table rum. Also wenn du möchtest, ich höre dich schon. So. Oh. Hi. Kann ich dir eine coole Spitzhacke geben? Ja. Danke. Ich freue mich. Was hier noch alles drauf kann. Sharpness, Fire Pack, Looting. Looting mache ich auf jeden Fall. Ich glaube 14 Level. Weißt du, was Fokus macht? Was denn? Nee, weiß ich nicht. Achso, das hast du mich gefragt. Nee, weiß ich nicht. Ich dachte gerade, du wüsstest das, nur willst du sagen wollen. Nee. Ich weiß es eben nicht.
mein Problem. Wessen Wohnung ist das hier eigentlich? Oder welcher Bunker? Warte. Bin ich schon mal gut protected. Bunker. Ich kenne gerade keinen Bunker. Der hier. Ach so, nee, das war ein Haus, das habe ich angefangen abzubauen. Weil ich dachte, hier könnte man... wir haben ja hier die Dimensional Doors. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und mit denen kann man ja die Pocket Dimension. Da habe ich mir gedacht, bauen wir hier irgendwo einen getarnten Eingang, dass man da reinkommt. Okay. Und dann zum Beispiel hier drunter haben wir so eine Höhle. Hier so. Ja. Warte, ich baue eine Spitzhacke. Hier. Und da könnte man ja irgendwo einen geheimen Eingang machen, um in so eine Pocket Dimension zu kommen. Und da kann man Kisten lagern. Und das wäre sozusagen so ein Stadtlager. Okay. Oder so. Und das Haus stand im Weg, deshalb habe ich es auch abgerissen, aber. Ja. Ich brauche noch ein Boot und danach fahre ich wieder auf meine großartige Tour, um das Dach wieder zu beschaffen. Ja, ich mache heute ein bisschen was Produktives. Ich werde mir nicht mal mein Haus bauen. Oho. Ja, ich wohne in einem Höhlenloch. Aber dazu bräuchte ich erstmal Steine, um mir dann eine Axt zu bauen und dann um Holz loszugehen. Holz suchen zu gehen oder so ähnlich. Deswegen fliege ich. Ich glaube, ich fliege einfach mal nach hier, beziehungsweise schwimme. Weil in die Richtung war ich noch gar nicht. Piu, piu. So, und dann muss ich mir ab und zu mal nach hinten gucken, ob mich keiner von hinten nudelt. Das fände ich nicht so geil. Nee, ich glaube hier die Roten sind noch nicht so gut ausgerüstet. Oh, ich höre ein Skelett. Hallo Skelett. Ja, ein großer Tower. Da fliege ich jetzt drauf. Ja, schön, gleich zwei ineinander. Pargulem, schlag mich in den Tod. Ja, flieg runter. Ja. Danke. Ja, schön, Ender Giant Sword. Magic Mirror, perfekt. Die Dinge, die ich eigentlich am wichtigsten fand, die ich verloren habe, habe ich wieder. Dauer. Looks like a profi. Aha. Hast du in deiner Tour zufälligerweise noch Holz? Auf jeden Fall. Also du musst... in die Tour gucken, die da steht. Warte, wie beschreibe ich das am besten? Wenn du meine kleine Leiter hochkommst und zu meinem Fenster guckst. Die Tour ganz unten rechts. Ja. Da sind Blöcke drin, Blöcke und so. Und da müsste Holz drin sein. Okay. Und sonst weiß ich auch nicht, ob ich noch Holz hab. Aber eigentlich müsste da richtig viel Holz auch drin sein. Hier ist auch nichts. Da. Hier. Hier. Da ist nichts. Boah, da ist genug. So. Boah, wie viele super enchanted Skelette sind denn hier? Ja, weg. Ja, schön Diamanten. Sehr schön. Sauber. Ganz ehrlich, Skelett. Oh, was war das denn? Hab ich Jumpus? Sterben sollt ihr. Ich habe Angst. Ich spring einfach kurz runter. Hi, please, what's up? What's up? Ich schlag gerade so ein cooles Skelett in den Tod. Tod. Stirb. Ja. So, Meteoritenhose gedroppt. Mein Gott, wie viele seid ihr denn? Hallo Spinner. Wie geht es dir? So. Oh. Ach, da hat er eine Wegmann. So. Na, jetzt fängt die Bullshit-Etage an. Jetzt geht's in die Richtung.
entsorgt. Und noch ein Energizing Sword. Also wenn ich wieder nach Hause komme, haben wir einen Vorrat an Energizing Swords. Der ist ganz gut. Das ist super. Ich freue mich. Ich sammle mal ein bisschen Level. Ja, ich mache die auch gerade. Weil solange ich mir keine Scale-Rüstung wiederherstellen kann, will ich wenigstens gut Enchanted Diamant. Und da hat ein Creeper mal alles in die Luft gejagt. Aber der Verlust geht eigentlich. Boah. Wieso hat der Skelett ein Zombie-Kopf? Der Skelett hat auch ein Zombie-Kopf. Nein! Bad idea, guys. Wow, lol, was ist das denn für ein geiler Zombie? Scheiße, Mann. Ich überlege gerade, wo ich mein. Ist der heftig, der Zombie ist der heftig. Junge, was. Der hat 108 Leben. Was ist falsch bei dir? Lass mich aus dem Netz raus. Lass mich sofort aus dem Netz raus. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Golden Apfel. Oh mein Gott. Bist du gerade fast abgekackt, oder was? Ja. Muss Tower nach unten finden. So. Ich werde mal. Ich suche gerade irgendwo, wo ich bauen könnte. Aber wo könnte ich bauen? Naja, irgendwie sollten wir schon Stadt gleich irgendwie in die Richtung bauen. Was greift mich jetzt an? Steht der Mongo über mir. Hey, what's up, guys? Nice. Living Metal. Oh oh, er kommt. Nein. Ich glaube, dass die Runen da beim Uncharted Table gehört halt jemanden, ne? Das kann gut sein, ja. Weil da ist nämlich nichts außer ein Tisch. Das reiße ich wenn dann jetzt ab. 7 nämlich eher nach so einem Village-Ding aus. Mein Gott, jetzt sammle ich den Bullshit gleich wieder ein. Den Bullshit? Kein Stuff in der Chest. Langweiler Chest. Man kann ja wieder gehen. Tschüss. Ein großes Schiff. Mal schauen. Ob ich das. Also ich weiß nicht, warum die in der Gruppe so viele Probleme haben mit dem Abstürzen. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie gar keine Server-Lag sozusagen. Also durch den Server bedingt nicht. Ja, ich auch nicht. War halt nur beim letzten Mal, aber das lag ja eher an mir als anstatt an dem Server. Richtig. Ach, mein Inventar ist voll. Ach so, deswegen kann ich auch nichts mehr aufnehmen. Klingt logisch, ne? Ja, das stimmt. Danke, Golem, dass du mir hilfst. Krass, er kann sich klonen und teleportieren und wow. Du bist hier nicht erwünscht. Wow. Ist die Folge eigentlich bei dir schon raus mit dem Piratenschiff? Nee, ganz ehrlich, ich komme eigentlich kaum noch hinterher. Ich muss jetzt die ganze nächste Woche Pause machen, damit hinkommt mit meinen Folgen. Okay. So. Boah, boah. Kämpfe auf einem brennenden Piratenschiff. Gegen einen teleportierenden Piratenkäpt'n. Hat Vor- und Nachteile. Er brennt die ganze Zeit. Nachteil, ich auch.
Wow. Oh, ganz ehrlich, jetzt stirb doch einfach mal. Echt mal. Wie lange soll ich dich dann noch schlagen? Geh doch mal sterben. Ah. Knockback ist so. Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Truhe, das ist schon mal Nummer 1. Ich habe allein 5 Truhen im Inventar oder so. Dazu brauche ich, klatsche ich mir die Werkmangel dahin. Dann brauche ich mir jetzt eine Truhe. Das ist leer. Nein. Ich komme wieder. Ist es nicht? Oh, so. Was ist das denn? Stirb, 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 Captain, stirb, stirb, ja. Und da ist er, der Trickster Dadger. Das ist ein ganz nicer Dadger, soweit ich das jetzt verstanden habe. Okay, ich habe schon wieder 3 verdammt coole Ender Giant Swords. Das ist cool. So, ich brauche mal ein bisschen Sand mal eben abholen gehen hier. Ein Revolver. Soll ich den mitnehmen? Mach doch. Eisen. Golden Leggings. Ja, Pfeile nehme ich auf jeden Fall. Und so viele Backpacks. Okay. Lass mich sortieren. Hier irgendwie was von da rein? Nein. Dann muss ich dich erstmal umbenennen. Weißt du, wie lange wir aufnehmen? Ja, wir haben noch knapp 10 Minuten. Oh Gott, ich hatte hier schon. Mehr als 10 Minuten, glaube ich. Eins. So. Nenn den Rucksack einfach 1. Dann nenne ich den Rucksack. Mach jetzt erstmal den. Aber wenn wir ein bisschen länger machen, ist ja auch nicht schlimm. Das macht der Odin bekanntlich ja auch. Ne? Oh ja. Ich habe ein Buch Effizienz 5 gerade bekommen. Toll, ich habe keinen Sand mehr. So, ich düse, glaube ich, mal in die Richtung. Ich habe nämlich gerade dein, wo ich den Creeper weggesprengt hat, habe ich irgendwann das Loch ein bisschen geflickt. Weil da wollte ich ja mein Haus hinbauen und das wäre dann so ein schwebendes Haus. Das wäre nicht so geil. Ich fahre jetzt einfach mal mein Boot. Dann reduziere ich die Lags. Muss nicht fliegen. Hast du ein Boot? Ich hoffe einfach mal, dass in die Richtung noch irgendwas Cooles ist. Ich muss auch mal wissen, wo Stadt Gelb ist. Weil mit Stadt Gelb habe ich eigentlich sogar meistens zu tun. Hauptsächlich eigentlich durch Golden Apple Dude LP. Okay. Was machst du denn mit dem? Ja, ich habe schon 3-mal mit dem aufgenommen und dann so, ja. Er hat ja auch das Logo für mich gemacht, beziehungsweise für eine ganze Reihe von Typen. Genau. So eine Slime-Insel. Hier so ein Schiff. Hab da nichts Interessantes. Da vorne sieht gut aus. Die Frage ist, das auch gut? Nein, es ist ein eingestürzter Tower. Noch ein Schiff. So viele Schiffe. Wenn ihr mir keine großen Schiffe gibt, dann kann ich auch nichts mit euch anfangen. Ich glaube, ich habe keine Roll of Escape dabei. Heißt, ich werde laufen nach Hause. Lauf, Forrest, lauf. Achso, hier nicht. Okay, man kann in einem Boot nicht schneller werden, indem man den Flugstab benutzt. Da drüben sehe ich einen Tower. Er ist hoch. Verdammt. Brauchst du einen Tower nach unten? Das sind die besten. Da finden sich manchmal ganze Scale-Rüstungen. Ja, das stimmt. Ja.
Was denn? Mein Boot fährt. Ohne dich? Jetzt laggt der Server. Oh ja. Das stimmt. Jetzt ist nicht mehr normal. Jetzt ist wieder alles voll normal. Noch da? Ja, ich bin noch da. Ach so, ich Ich dachte, du. möchte nicht los. Ja, ich dachte, du fliegst jetzt oder so. Nee, ich fliege eben nicht. Ich denk mal, das war hier Ding. What? Nein. Klaut der Mongo mein Ender. Wer denn? Wird einfach mein Ender. Eine heftige Spinne. Ich will meine Schwerter. Ich will meine Schwerter. Oh mein Gott. Du sagst jetzt, So. oh, mein Schwert ist wieder da. Ja, Mama. Wo auch immer die Spinne jetzt ist, ich werde dich töten. Ich werde dich finden und ich werde dich Oh. töten. Aber nicht heute. Ich werde euch allen davon düsen. Fahr, Boot, fahr. Oh, oh Gott. Die Spinne hat meine Waffen geklaut. Muss dann wieder abgehauen. Oh, nicht schlecht. Jetzt warte mal in die Richtung, vielleicht finde ich ja Land. Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr auf dich gehabt. Keinen Bock mehr auf mich. Ach so, die Spinne. Ja. Was sagst du denn jetzt? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja. So sieht ja cool aus. Oh, jetzt hat das Server auch gerade geleckt von mir. Ja, mein Boot hat sich während der Fahrt aufgelöst. Korrektur, mein Boot ist einfach so weitergefahren. Ich habe einen Piratenhafen gefunden. Krass. Piratenhafen hatte ich, wusste ich nicht mal, dass es die gibt. Jetzt weißt du es. Oh ja. Also die sehen nicht nur gut aus, ja. Klein noch guten Stuff zu bringen. Muss aufpassen, dass meine Rüstung nicht drauf geht. Den Elektrikstab kann ich auch reparieren, ne? Nee, den kannst du nicht reparieren. Aber den musst du immer neu machen. Schade. Das ist nicht so gut. Boah, sterb doch mal weg, ey. Ich mach sterb doch mal. Wow. Krasse Ausrüstung. Die haben Eisen- und Goldrüstung im Angebot. Die Typen sind auf dem neuesten Stand. Piratenschiffe nebeneinander gespawnt. Ja, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ja, ich red auch mit dir selber. Ja, richtig. Anni, du redest ja mit deinen Zuschauern. Ja, so teils. Aber mit mir selbst. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt mit den Zuschauern zu reden, bringt dir ja gerade in der Situation ja nicht viel. So sieht das aus. Wenn ich so Sachen frage, was ich machen soll, irgendwann. Dann sehen wir das erst Wochen später wahrscheinlich. Ja, richtig. Nee, also Einfluss kann ich eigentlich erst so nach einer Woche nehmen hier momentan im Projekt. Einfach so gesehen. Was ist das denn hier? Sieht echt aus wie so ein Schiff. Nee, Quartier. Sieht aus wie. Hast du Flug der Karibik geguckt? Wo die hier. Mein Gott. Der komischen. Nein, ich habe nicht jeden Flug der Karibik da geguckt. Für die Leute, die jetzt denken, ich wäre dumm und. Wüsste einfach nicht, wie es heißt. Ich habe nur zwei Teile geguckt. Wo die in ihrer komischen Piratenzusammenkunftsgedöns da sind. Und mit
Jacks Vater sprechen, genauso sieht das hier irgendwie aus. Ja, kenne ich. Wahrscheinlich gerade komplett verwirrt, aber. Aber das ist mein Job. Verwirrung ist mein Job. Oh. Ja, was haben wir denn hier sonst noch so? Ich habe 11 Türen. Aha. Kleiner Mongo. So. Krasse Ausbeute. Jetzt ist der Creeper auch mal down. Jetzt ist er eigentlich der Weg frei. So. Hier. Stehe. Hier. Wird hier der Stuff irgendwann auch nochmal. Ah, oh, da ist ein. Da ist ein Enderman. Ich habe Angst. Okay, was ich bis jetzt gefunden habe in diesen Dingen war Essen. Ah, Eisessenzen. Ich lieg gerade in einem Bett. Das war verdammt dumm. Ich hab einen Langbogen gefunden. Wer heilt hier gerade wen? Oh Gott, da steht hier einer. Ich hab immer Angst, dass gerade einer von hinten kommt, ey. Ihr habt doch ein Spiel, oder? So, weil dann mach ich es einfach so. Geh weg, Spinne. Und was hast du eigentlich so für eine Konsole? Das würde mich auch mal interessieren. Gar keine Konsole. Ich hab eigentlich nur einen PC. Ja, cool, eine Wii. Also wenn du das als eine ganz normale. Wenn du das als Konsole ansehen willst, dann lass ich das zu. Ah, nee. So, ich brauche Papier und eine Enderperle. Und ich werde ganz sicher verdammt lange nach Hause brauchen, da ich einfach eine Ewigkeit von zu Hause weg bin. Auf nach Hause. Also ich habe keine Konsole, weil ich eigentlich eine Zeit lang gedacht habe, PC spielen wäre an sich das Beste, weil ein Großteil der Spiele jetzt mal abgesehen zum Beispiel von Halo, kommt ja sowieso auch für den PC. Mhm. Und dann habe ich irgendwie keinen Sinn darin gesehen, mir irgendwie eine Xbox zu holen oder eine Playstation. Wobei ich mir eigentlich dann eher eine Playstation nicht geholt hätte, denke ich. Aber jetzt mit den neuen Konsolen weiß ich es nicht. Weil die Xbox, so mit ihrem Spionagegedöns, aber die Playstation hört sich nicht schlecht an. Finde ich. Die neue hört sich besser an als die alte. Aber das irgendwie bin ich mehr Xbox-Fan, weil ich den Controller auch besser finde, dass das so daumenversetzt ist und so. Ich finde es irgendwie angenehmer. Also jetzt für alle Zuschauer, die das sehen werden, ich will ja jetzt keinen Konsolenkrieg starten. Ne? Also wir wollen jetzt keinen Konsolenkrieg starten oder sonst was. Der läuft schon. Also ich, für meinen Teil, weiß nicht, ich bin nicht so der Xbox-Fan. Das liegt einfach daran, ach, keine Ahnung, der Controller, für mich ist der einfach irgendwie zu globig, zu, oh, keine Ahnung, ich komme mit dem nicht klar. Also der ist... Ich habe mir meinen ersten, also ich benutze eigentlich nur Xbox-Controller für den PC, weil ich es angenehmer finde. Das bin jetzt wirklich ich. Oh, Alter! Benutze ich eigentlich wirklich nur Xbox für den PC. Ja, für PC auch. PlayStation geht ja leider nicht auf PC. Ja, doch, geht schon, aber... Oh, ja, Rüstung wieder repariert. Hätte das Ding reparieren sollen. Sorry, ich habe keine Lust. So, ja, willst du ein paar Geschenke haben? Was hast du denn so für Geschenke? Ich war auf Shopping-Tour, ich hab dir was mitgebracht. Das war aber nett von dir. War ein ganz krasser. Also davon brauche ich wahrscheinlich Muni, ne? Ja, die kann man sich aber auch machen. Was habe ich denn noch so für dich? Das habe ich mehrfach, das kannst du haben. Warte, ich muss mal eben zu meiner Truhe rennen. Muss man hier alles ein bisschen leer holen. Ja, geil, ich habe noch EP-Tränke. EP-Tränke, warte, die muss ich bekommen. EP. Kann ich meine Rüstung noch reparieren? Vielleicht. Eventuell. Meiner Hose geht es nämlich nicht so blendend. Meine Hose hat schließlich Protection. Ja. Dankeschön. Was slain bei. Au. Au. Au.
So, ich hätte hier noch ein Living Metal Clay. Einfach mal Essenzen für dich. Ich habe eine coole Hose für dich. Eine coole Hose. Ja. Ich habe keine schon viele Hosen. Doch, ein Ender Giant Sword willst du nicht. Ich gebe dir mal ein paar Magic Essenzen. Was ist denn besser? Meteorit Legends oder Iron Legends? Glaub, Meteoriten. Was hast du denn auf deiner Eisen drauf? Projectile Protection 4. Ja, dann nimm die andere, weil da ist ja, glaube ich, nur Protection, also normale Protection drauf. Ja. So, und auf unsere Felder mache ich jetzt die Lily Pads of Virility. Wie lange haben wir noch? Oh, wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, wir müssen schon Schluss machen, Freunde, aber wir nehmen ja gleich einfach noch eine Folge auf. Genau, so sieht's aus. So, ich logge mich kurz. Lass kurz schlafen gehen. Ja. Dann loggen wir uns aus und dann beenden wir die Folge. Genau. Und mich hat auch jemand angeschrieben, das heißt, vielleicht macht Kalia gleich mit. So, jetzt kurz ins Hauptmenü. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, Verbesserungsvorschläge oder was wir zum Beispiel auch bauen sollen. Ja. Vielleicht so einfach ein Projekt oder beziehungsweise für unsere Stadt. Wenn ihr geile Ideen habt, postet es einfach in die Kommentare rein. Bei uns, also bei ihm oder bei mir, je nachdem. Ihr könnt das auch bei den anderen aus unserer Stadt machen. Links zu denen sind ja in der Beschreibung. Ja. Und deshalb würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge, bis dahin und ciao. Ciao.